Hallo und herzlich willkommen zu Aliens Fireteam. Heute mal drei neue Waffen, die ich bis jetzt gefunden habe. Das ist einmal die Typ 78 Schlagpistole, eine Pistole, Maschinenpistole, Feuerstoß. Dann die Typ 76 automatische Schrotflinte, Nahkampfwaffe, Schrotflinte, Autofeuer. Und die LEM MP11 Storm Switch, Nahkampfwaffe, MP, Feuerstoß. Diese drei schauen wir uns jetzt mal an, nacheinander. Fangen wir mit der Pistole an. Was die Feuerrate angeht, Magazinwechselzeit. Ja, gute Stabilität. Ziel wandert kaum aus. Magazinwechselzeit auch okay. Schrotflinte, Typ 76, Einzelschuss oder Autofeuer. Wobei man hier sieht, die Stabilität ist zwar nicht sehr hoch, aber dafür die Feuerrate unglaublich. Schaden bei der Typ 78 Schlagpistole 315, Feuerrate 10,6, Nachladezeit 1,6. Ja, Schaden sehr gut, also sie ist sehr effektiv im Kampf, hab sie schon ausprobiert. Die Typ 76 automatische Schrotflinte, die habe ich im Moment immer dabei. Hat zwar nur 80 Schaden, aber der summiert sich anhand von der Feuerrate, die sie hat. Nachladezeit auch okay. Super Waffe, kann ich nur empfehlen. Müsst ihr allerdings suchen bzw. bei den Kampagnen erspielen. Wie gesagt, am besten auf heftig. Egal welcher Charakter, egal welche Mission. Wichtig ist dabei eben die Schwierigkeitsstufe heftig einzustellen. Umso schneller kommt ihr an Upgrades wie Waffen, Zielfernrohre, Magazine und so weiter. Und als letztes haben wir noch die LEM. Gehört auch zu den Nahkampfwaffen. LEM, MP11, Storm Switch, Nahkampfwaffe, MP, Feuerstoß. Schauen wir uns die mal an. Schaden 141, Feuerrate 20,2, Nachladezeit 1,27. Ja, ich bin kein Fan von den Feuerstoßwaffen, aber im Nahkampf hat sie sich sehr gut bewährt, muss ich sagen. Ich habe sie schon ausprobiert. Vor allem, sie hat eine sehr gute Stabilität. Nachladezeit ist auch sehr hoch, beziehungsweise sehr gut. Also sie ist schon empfehlenswert. So, das waren mal die drei neuen Waffen, die ich bis jetzt gefunden habe. Dann wünsche ich viel Spaß beim Suchen. Ciao!